Hallo, liebe Freunde. Heute mal so ein bisschen was ganz anderes. Und irgendwie doch nicht. Ihr seht, dass ich ziemlich mitgenommen bin. Also ich sehe nicht nur so aus, ich bin es auch. Und trotzdem habe ich hier gerade das Bedürfnis, auch noch mal ein Video zu machen, auch wenn mir das gerade echt schwerfällt körperlich, weil ich mich am liebsten gerade einfach wieder ins Bett legen würde. Aber weil ich die letzte Nacht zwar die ganze Nacht im Bett gelegen habe, aber nicht schlafen konnte und irgendwie die Hölle durchgemacht habe und mir da halt einige Sachen durch den Kopf gegangen sind, würde ich die hier gerne mal festhalten. Also das Erste, was ich hier gerade einfach mal ankündigen will, ist, dass ich mich wieder aus Facebook und Instagram zurückziehe. Bis hier habe ich stehen. Ich kann nicht mehr. Ich kann mir diesen Scheiß einfach nicht mehr geben. Die ganze Zeit immer nur diese Kack-Medienthemen, um die man dann einfach nicht rumkommt. Und dann ist das völlig egal, ob ich seit 2006 kein Radio mehr höre oder kein Fernsehen mehr gucke, wenn ich dann auf YouTube das Zeug um die Ohren kriege oder auf Facebook. Also YouTube geht so, weil ich mir das da auf der Startseite relativ gut aufräumen kann, aber es kommt immer noch. Es ist immer noch, sind da irgendwelche Titel, die ich überhaupt gar nicht lesen will, weil sie mit dieser Medienshow zu tun haben, von der ich nichts mehr wissen will. Weil das alles, auch wenn viele Leute das einfach nicht kapieren, nicht die Realität ist. Vor allem nicht meine. So, jetzt fange ich schon an, mich aufzuregen. Ey, Wahnsinn. Keine Frage, wie die Kraft her. Aber ich will's nicht mehr. Versteht ihr das? Das Problem ist, dass mich das ganze Zeug auch so wieder ins Denken geholt hat, dass sich da so ein Brainfuck in meinem Kopf festgesetzt hat, dass es mich wirklich erschüttert. Wie soll ich das sagen? Ich bin der Yvonne sehr dankbar gewesen, dass sie mir gesagt hat, dass sie mich nicht mehr wiedererkennt. Dass ich nicht mehr der Bauchi bin, den sie vor 4 Jahren auf der Bäckerfinker kennengelernt hat. Oder eigentlich hat sie mich nicht auf der Bäckerfinker kennengelernt, sondern auf dem Boot. Boah, Entschuldigung. Ist ein bisschen. Konzentrationsschwierigkeiten ohne Ende. In der letzten Zeit, ich habe mich reingefahren in einen Teufelskreis, aus dem ich jetzt irgendwie wieder rausbrechen möchte. Zum Glück weiß ich, wie es geht. Aber es hat am Ende dazu geführt, dass ich jetzt so krank bin, allen Ernstes, dass ich kaum irgendwas machen kann, wenn mir zu allem die Kraft fehlt. Ich kann im Moment noch nicht mal Auto fahren. Klar, bei mir kamen natürlich etliche Sachen jetzt auch einfach so mit dazu, die es mir persönlich dann halt auch noch schwerer gemacht haben, was ich nicht unbedingt auf die Medienshow schieben kann. Aber ich halte sie immer noch für eine der Hauptursachen dafür, dass ich meinen Kopf überhaupt gar nicht klar genug hatte, um es überhaupt mitzubekommen. Dass mir wieder Freunde sagen müssen, ey Bochi, guck mal genau hin. Und ich will den Kopf bitte wieder freikriegen. Der ist voll, mein Kopf rotiert. Mein Kopf ist permanent am Denken. Das war mal weg. Das war 2017 mal sowas von weg. Und ich sehne mich nach 2017 zurück in diesen Zustand. Zustand, wo ich so wenig gedacht habe und so viel gefühlt habe und so viel aus dem Bauch rausgemacht habe und so viel aus dem Flow herausgemacht habe.
Und das ist alles nicht mehr da, das ist alles nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo es angefangen hat, ob es damit angefangen hat, dass ich die Bäckerfinker verloren habe als Zuhause damit, aber halt eben seitdem kein eigenes Zuhause mehr hatte. Und überhaupt halt eben eigentlich so seit 16 oder seit 2009, haben wir jetzt 23, seit 14 Jahren, 13 Jahren kein festes Zuhause hatte. Und da muss ich mich auf einmal erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich hier einen Ort habe, an dem ich zu Hause bin. Dass ich aber auch wieder jemanden in meinem Leben habe, der gewisse wo ich Erwartungshaltungen ausgesetzt bin, was ich irgendwie erstmal, denen ich gerecht werden muss und da mich mit erstmal beschäftigen. Und es war einfach alles viel auf einmal und es war einfach verdammt schwer in der letzten Zeit. Da kamen alle möglichen Themen, Verlustängste und Einsamkeit und dann hat sich das wieder physisch ausgewirkt. Dann habe ich wieder mit dem Trigeminus zu tun gehabt. So, und ich weiß es eigentlich besser. Ich weiß es eigentlich besser, aber man muss es erstmal mitbekommen, damit man sein Wissen anwenden kann. Aber ab hier, na, ich meine, mir geht es natürlich, keine Ahnung, ich bin sowieso jetzt krank gewesen die letzte Woche und habe es aber auch irgendwie, ich habe mich da nicht reinfallen lassen können. Ich meine, nee, du kannst gerade nicht krank sein, du musst hier arbeiten, arbeiten, arbeiten. Was mich natürlich, was absolut kontraproduktiv war und wodurch ich dann richtig mich ausgenockt habe. So, und dann habe ich mir halt gedacht, okay, Alter, wenn du jetzt sowieso schon ausgenockt bist, dann gib's dir bitte, bitte, bitte gerade richtig und hör auf zu rauchen wieder. Es ging dir besser, als du nicht geraucht hast. Hör mit dem Scheiß Kaffee auf und damit mit Milch und Zucker. Die nehme ich eigentlich, ne, so trinke ich halt meinen Kaffee. Oder halt keinen. So, jetzt habe ich, weil die Amazon mir hilft und die hat mir, ach, das sieht man gar nicht, weil es schon leer ist. Avatar hat mir gestern gesagt, mach direkt noch eine Leber- und Nierenreinigung in einem mit. Jetzt habe ich angefangen, heiße Zitrone zu machen draußen aus dem Garten und Prise Salz rein. Fühlt sich gut an. Auf jeden Fall besser als der Kaffee, mit dem ich vorher meinen Tag immer gestartet habe. So, und im Moment gebe ich, hab halt gesagt, wenn du jetzt schon krank bist, dann gib's dir richtig und hör halt eben mit dem Scheiß auf. Folglich steht mein ganzer Körper jetzt im Moment auch noch voll unter Entzug und ich schätze mal, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich dann letzte Nacht so heftig Muskelzucken hatte und einfach überhaupt nicht still liegen konnte, obwohl ich hundemüde war. Ja, also ich werde mir jetzt meine 3 Tage Zeit nehmen, die ich brauche, um mich irgendwie wieder auf Kurs zu bekommen. Ich weiß, dass ich das kann. Und dann bin ich wieder auf Kurs. Aber ich werde nicht mehr im Facebook sein. Ich werde auch auf Instagram nicht mehr sein. Ich habe noch überlegt, ob ich zwischendurch wenigstens um was Schönes zu posten. Das vielleicht einfach auf Instagram es poste. Aber warum, wenn ich eh nicht mehr mit euch in Interaktion treten möchte? Also, ne, wer mir schreibt, ich werde auch auf Facebook den Messenger werde ich aktiv halten, so dass ihr mich anschreiben könnt, wenn irgendwas ist. Aber bitte, 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 bitte schickt mir keine Links von irgendetwas, was mit Ukraine-Krieg oder Putin oder der nächsten außerirdischen Invasion oder was weiß ich, was sie sich alles haben einfallen lassen oder irgendeinem Hacker-Blackout oder was weiß ich was. Ich will nichts davon wissen. Nix, 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 nix davon hat mit mir und meinem Leben zu tun. Bis auf dass es mein Leben fickt. Und jedes andere auch. Wenn wir die Medien nicht hätten, wüssten wir von diesem ganzen Scheiß überhaupt gar nichts. Und ich will es nicht wissen. Nichts davon hilft meinem Gemüse draußen im Garten zu wachsen. Nichts davon. Ich will es nicht mehr mitbekommen.
Und deswegen werde ich es auslassen. Ich bin da einfach raus. Wer mich anschreiben will, der kann das gerne machen. Und vielleicht bin ich, ich werde mir vorbehalten, zwischendurch hier einfach noch weiter YouTube-Videos hochzuladen. Weil das halt eben auch einfach für mich wichtig ist, weil das hier, auch wenn andere immer lachen, wenn ich das sage, aber das ist meine Selbsttherapie. Dass ich hier solche Ansagen mache und sie online setze, hat für mich immer den Vorteil, dass man mich drauf festtackern kann. Und wenn ich sage, ich mache jetzt sowas, weil ich weiß, dass das für mich das Richtige ist, hat es mir bisher immer geholfen, ein Video zu machen und es vor der ganzen Welt zu posten, damit da sitzt. Wenn man mich darauf aufmerksam machen kann, wenn man mich bei was anderem erwischt und sagt, hör mal, Bauch, du hast ja gesagt, das und das. Muss keiner verstehen, ist mein Ding. Aber ich werde halt eben auch auf YouTube dann eben nicht mehr irgendwie gucken, dass ich da die ganze Zeit nach gucke, wie viele Klicks meine Videos haben und so ein Scheiß. Das ist auch sowas, das macht einen bekloppt im Kopf und lenkt die ganze Zeit von allen möglichen anderen Sachen ab. Hier, ich werde das wieder lesen. Das hat mich schon so oft das Leben gerettet. Vor allen Dingen, wenn es da oben abging. Überhaupt wieder mehr lesen. Hier ist schon mal ein anderes Buch. Zu Weihnachten geschenkt bekommen. Tausendmal besser als alles, was ich auf Facebook konsumiere gerade. Verstehst du? Und verstehst du, meine ich dich, der Bauchi, der du da gerade das Video guckst, das ich gerade für dich mache. Auch wenn du es auf Video hochlädst, auch auf YouTube hochlädst. Das Video ist vor allen Dingen für dich, Doofkopf, Bauchi. Der immer wieder ist, obwohl du es besser weißt. Ich verstehe es manchmal nicht. Manchmal verstehe ich dich selber nicht, Bro. Warum machst du das? Wieso hängst du immer noch jeden Tag in diesem fucking Scheißdreck rum, wenn du eigentlich schon, ich weiß nicht seit wie vielen Wochen, sagst auch noch, wie schädlich es ist und wie dein Kopf drunter leidet. Und nicht nur mein Kopf, es ist mein ganzes System, das drunter leidet, mein ganzer Körper geht mit. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Keine Ahnung, wenn nicht, ich muss.